immer das gleiche mit der Landwirtschaft durch. Wenn's leicht. Ja, das wird immer schwerer, du. Du kannst dich doch nicht beklagen mit deinen Schweinen. Doch, das ist auch nicht mehr das Wahre. Aber du doch auch nicht. Du hast schon nur dein Onkel Werner. Ja, dann nur deine Videokamera. Mehr hat er nicht? Nee. Der hat nur so ein Stadtschinken. Ja, trotzdem hat er nicht mehr. Moin. Und? Ach, ihr schon wieder. Was wollt ihr hier? Kuhn. Ach, voll Geld, ne? Kuhn. Ha, 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 Geld. Kuhn. Mit dem Geld, das ist auch so eine Sache, die Landwirtschaft, die schmeißt nichts rüber. Hier, weil hier, du bist ja auch schon mit dem Knoblauch, ne? Ja, und du kannst auch wohl auch mal so einen kleinen Betrag auf die Kasse auf den so Markt Glück, schmeißen. Gedenk, hört mal zu, ich guck mal, da. Ja, was? Ja, so weiter. Wenn ich das bezahlen würde, könnte ich gar nicht so lange bei dir im Dorf rumsitzen. Und das wäre doch auch schade, ne? Sorry. Prost. Prost. Ah. Da wird aber auch immer schwieriger. Nee, ein bisschen kühl. Ja, aber nur mit der Landwirtschaft, da ist ja auch nichts los. Nichts zu holen. Und schön wie der gibt mir auch keinen Job. Wo ist denn überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Aber du kannst dich nicht beklagen mit deinen Schweine. Doch. Du, mein neuer Schuster, 52, ich kann nichts mehr bezahlen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hab Güsten Bullen als Kalb gekriegt. Der hilft mir auch nicht weiter. Und die Milchpreise? Hier, dein Schwein kostet 7-mal so viel. Und du beschwerst dich? Aber Onkel Werner von dir. Der wohnt doch in der Stadt, der hat doch wohl Geld. Der hat auch nur seine Videokamera. Wer hat er nicht? Nö, der ist ein Stadtschinken, da haben die nicht mehr. Nur ihr Vollblechträger. Ja, und dann klauen das so 13-Jährige. Kosten die, über 10 Gramm, über 10 Gramm. Ja, die sind besoffen und dann in der Schaukelei in diesen Vollblechträger. Dann kotzen die ins Lenkrad und fahren in Gramm. Ja, und dann ja. Geld auch wieder weg. Ja. Ja, du, mein Onkel Werner, der kann mir nichts geben, oder? Ja, du, was soll ich machen? Ich hab auch keine Landwirtschaft, bringt nichts mehr. Wo ist eigentlich Scholli? Scholli? Oh, der ist noch nicht da. Guck mal nochmal her. Machen wir nochmal fort. Oh. Na, schön gesoffen? Mm-mm. Wir sind ehrenamtliche Landwirte. Komm. Du wolltest ja noch was? Jo! Mann, her! Prost! Prost! Was ein Herrling da! So! Viel Vergnügen! Spendierhosen! Im Lotto gewonnen! So freundlich! Nur Zapfanlage! Wo hast du das Geld weg? Ich sag dir das, die hat im Lotto gewonnen! Ja, und dann noch so ein feiges Arschloch kann noch nicht mal sagen, hier, ich habe ein Lotto gewonnen, wollt ihr nicht ein bisschen was abhaben, es läuft doch so schlecht bei uns mit der Landwirtschaft. Ja, also sowas kann ich nun gar nicht verstehen. Das finde ich eine Frechheit. Vor allem, wer ist die Dorfgemeinschaft, wenn nicht ich und du und du und du? Ja. Ja, ohne uns würde der Dorfbodenwahler gar nicht mehr geben. Ja, wir halten da doch hier im Schuss. Die Stadtschinken, die bauen da ihre Vollpaläste und was weiß ich. Und dann ballern sie da mit ihren Vollblechträger überall lang. Ja. Nirgendwo ist das so schön idyllisch und so. Obwohl, hier, wie wir von den Stadtschinken sprechen. Ich glaube, ich guck mal bei meinem Onkel Werner an. Sorry, ich nehme mal das Telefon, ne? Um Kosten bezahle ich natürlich. Ja, hallo Onkel Werner, hier ist Kuli. Kannst du mir nicht deine Videokamera-Apparat geben? Ich habe, du weißt doch, die Landwirtschaft, die läuft so schlecht. Und ja, du als Stadtschinken, du hast doch bestimmt ein bisschen mehr als ich. Kannst mir doch deine Videokamera geben. Onkel Werner,
Onkel Werner? Onkel Werner? Ja, ich sag dir das. Der hat auch nicht mehr Geld wie du und ich. Der muss auch Telefon auflegen. Die Kosten, die waren zu teuer. Aber Schwanni, ich glaube, der hat mir den Lotto gewonnen. Der hat einen Lotto gewonnen. Spendierhosen, neue Zapfanlage. Was meinst du, was das für eine Rechnung wird? Wo ist eigentlich Kudo? Weiß nicht. Gaule vor den Arsch gucken? Naja, mehr bleibt für uns, wa? Oh. So ist das. Wir haben aber auch ein ganz langweiliges Leben, das muss ich sagen. Immer das gehen war wir am doch. Aufregendsten, als wir den Campingplatz gemacht haben. Ja. Aber das scheint ja nicht so. Oder den Kindergarten mit den ganzen kleinen, vielen Kindern, das war doch auch schön. Ja, mit Bären auch. Aber die Erzieherin, das war ja wohl auch ein Drachenloch. Ja. Die hat es aber hinter Ohren sitzen, du. Bei der hatte ich Angst und Bange. Oder als wir einmal angeln gefahren sind. Ja, mit Onkel Krinner. Da waren noch Zeiten noch. Dann war noch, hier, wie heißt das denn? Hawaii-Toast. Ja. Ja, so hieß das. Oder hier, meine Mutti, die hatte mal Bratkartoffeln mit Spiegelei gemacht. Das war auch ganz lecker, lecker. Mhm. Meine Mutti. Aber jetzt ist das alle nicht mehr so. Meine Mutti. Mhm. Und ja, die alten Leute, die werden auch ganz in Altenheim vergessen. Ja, wenn der Krischer sitzt ja schon seit 13 Monaten draußen. Ja, und hier, wenn dieser Schwoddy, wenn der seinen Lotto da gewonnen hat, dann kann er doch mal hier für uns im Brachland eine Residenz bauen, wo wir schön wohnen können. So lange können wir ja auch nicht mehr in Landwirtschaft machen. Ja, und das macht ja auch keiner weiter. Aus der Stadt, die sitzen in ihren Vollbunker aus Blech und dann machen die dann nur noch den hier. Ja, aber so läuft das ja gar nicht. Ja, die kennen das wahre Leben gar nicht. Ja, die Gemeinschaft. Ja, aber mein Cousin von Onkel Werner, der wohnt, das ist auch so eine Flachpiepe. Sollte der eine Sommerferien zu mir kommen, die Landwirtschaft, ich hatte auf einen Schlag so viel zu tun, die Ernte kam, der konnte mir nicht helfen. Das war einer. Ganz unverständlich. Ein ganz fremden Kerl war das. Oder als sie da aus den Bunker da ausgebrochen sind, Jugendbunker da. Dann liegen da waren da was, die Wand, die konnten was. Ja, oder hier, ich sag dir das. Ja. Und dann kam wieder die Stadtschäden mit ihren Vollblechträger. Mit Elektronik. Was ist das überhaupt? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, aber da muss es doch irgendwie eine Erklärung zu geben, weil ich meine, der Mensch erklärt sich die Natur, aber ja. Fragt ja keiner, kann die Natur sich den Mensch erklären? Also, letztens im Wald, da hinten, da haben wir mit Hase gesprochen. Ja, wie ich Champignons suchen war, da war der Hase da, oder der Ehrenzüllig, der hat so gemacht, tüdüpp, tüdüpp. Und wenn er so tüdüpp, tüdüpp zurücklässt, ich dachte auch wieder zurück. Ja, und dann meinte der, wie es mir geht. Und was du so machst. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt in den Dorfkuh. Ja, und da machen wir uns einen schönen Tag. Und er, zurück. Ja, das ich habe mal mit dem gesprochen. Der hat gesagt, wenn er zurück sagt, heißt das schönen Tag noch oder sowas wie ja. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Oder hier neulich, hier mit der fetten Beute da, wie sie die Stadtsparkasse in Klingsiel überfallen haben, habe ich die Zäune nachgeguckt bei mir an der Kuhwiese. Auf einmal kommt da so ein Vollblechträger, zwei auf einen Schlag, einer hatte blaues Licht. Ich wusste gar nicht, wo es sowas gibt. Fahren die bei so mir. So was wie Rundumleuchte. Ja, so. Bloß im Blau. Nicht in der Orange. Ja. Da fuhren die bei mir vor der Wiese lang im Wettrennen. Und die haben die ganze Zeit mit Pistolen geschossen. Hier, Revolver und so. Sind wir denn jetzt hier, wie heißt das, was wir früher in einer Fernsehkiste geguckt haben, hier. Kronzeugen! Jo! Kronzeugen! Und dann fuhren die bei mir vorbei, der eine im roten Auto, zack, fuhr vor den Baum, hat's geknallt. Auf einmal stand er vor mir, ich sag doch, meine Mama wollte schnell wieder wegfahren. Hat er auf mich gezielt mit seinen... Mit so einem Ding da? Ja, hier, so rund und dann macht er Pen. So, dann hat er auf mich gezielt, habe ich gefragt, was willst du denn jetzt von mir?
Und dann hat er zweimal auf meinen Werkzeugkasten geschossen, da habe ich ihm die Mower freiwillig in die Hand gedrückt und habe gesagt, gute Fahrt. Das war ein Erlebnis. Da kannst du noch lange von erzählen. Und dann wollte ich ja das Kieler Tageblatt exklusiv verkaufen, meine Story. Und dann haben die nicht genommen, das war keine Geiselnahme. Wieso warst du überhaupt nicht da? Den hätten wir als Geisel verkauft und dann hätten wir 50-50 gemacht. Ich musste noch Acker fertig machen, ich war noch am Flügen und danach wollte ich einen noch zu dir, aber das hat alle nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ja, wir hätten 50-50 gemacht. Oder halbe halbe. Ja. Ja, halbe halbe ist besser. Ja, nur haben wir nichts. Nur unser Kühe und uns selbst. Aber das ist natürlich halbe Sinn, noch ein ne? Gedeck. So. Ja. Wo schau ich jetzt eigentlich? Kauft ihr jetzt noch ein neues Auto? So ein Vollblechträger. Ja. Ja, also, wo die alle hier Geld lassen, soll man lieber was für eine Landwirtschaft. Und wir beiden armen Schweine sitzen hier und vergammeln. Die soll man lieber was für eine Landwirtschaft auf den Markt schmeißen. Bis in den Gemeinschaft dann von Bödenwader. So. Wer ist denn die Gemeinschaft, wenn nicht ich oder du oder Kuno? Aber die in Klingsiri, weiß ich, das sind auch immer so eine komischen. Letztens kam mir einer durchs Dorf. Erst wusste ich gar nicht, wer das ist. Ja, das ist auch seltsam, wenn man der das nicht weiß. Der hatte so eine Brille auf, da konnte der gar nicht durchgucken, die war schwarz. Wie hieß der Schlappi? Ich weiß nicht, wie der hieß. Okay, aber der ist ja mit meinem Hut. Ich will gar nicht vernünftig sitzen, da kann ich überhaupt nicht rein. Meine Mutti, die hat ja früher mal fertig gemacht. Und meine Mutti, die hat mir immer nur Essen gemacht. Ja, damals, wie ich und mein Vater, wie wir immer Fußball gespielt haben, ja, das war was. Der hat gesagt, ich konnte alles. Ja, ich durfte immer nur mit Kugelstiefeln spielen, aber die waren mit 6 Boden zu groß. Ja, und dann hat mein Vater mich zugespielt und dann habe ich mit der Hacke und dann mit dem Knie und dann wupp, im Seitenhaus. Wo warst du denn immer? Wir haben oben auf der Wiese immer gespielt. Wo warst du denn eigentlich immer? Ich war ja so gut. Mein Vater hat mir das verboten. Ich durfte nicht mehr gleich alles spielen. Ja, das war unfair. Ja, das war auch bei mir so. Also, ich durfte immer nur nach oben spielen, nach der Wiese. Immer wo es bergauf ging. Nie schräg, oder? Nö. Immer schräg auf? Ja, immer. Und immer meine großen Gummistiefel von Opa. Tut das. Das hat nicht so geflutscht, wie ich immer dachte. Ja, dann war aber auch eine Schweinerei. Mein Vater hat immer gesagt, ich konnte alles. Und dann zack, mit dem Pickel und dann mit dem Knie und dann habe ich die Delle so gedrammelt und dann pop! Da konntest du alles so? Ja. Ja, war ganz gut. Früher die Zeit, da ging das in der Landwirtschaft noch besser. Ja. Da habe ich doch gut gelebt. Wie kann man nur hier die gleichen Sachen jeden Tag getragen? Ich meine Waschmaschine, ich weiß nicht mehr, wie die geht, sagen muss ich nicht mehr da ist. Und damals, da war das auch noch alles schön, die Tischdecke lag da. Oh, das war so herrlich. Ich glaube, meine Tischdecke, die liegt da jetzt schon seit 23 Jahren. Ja, und das Fenster, da hing noch gar keine Pappe vor, da war nur richtig Glas drin. Richtig Glas? Richtig Glas. Ja, bei mir da ist nur noch so ein Stück Glas, der das ist rausgebrochen. Aber ich habe da gar keine Zeit für das wieder so irgendwas reinzumachen. Ja, die Landwirtschaft, die braucht immer so viel Zeit, ne? Ja. Ja, Kerl, das kenne ich irgendwo. Kerl war ein neulich an Außenmisten. Auf einen Schlag tritt mir die Kuh voll vor den Bein. Da bin ich aber ein Dreieck gesprungen. Danach hatte ich die auch einmal im Flacheisen sitzen. Gestern, als ich meine Schuchs aufgeladen habe, ich hatte ja wie immer nur meine Gummistiefel an. Auf einmal tritt sie mir am Fuß. War. Und er ist noch dran. Ja. Aber du bist so. Ja, und bist du zum Arzt gefahren? Nee, das ging noch, bist du so. Träger fahren, das war ja nur der rechte und dann habe ich dann immer so mit Handgas gemacht. Weißt du? Das hast du? Ja. Aber mir muss man das immer mit dem Fuß machen. Immer? Geht das gar nicht mehr? Nee. Hast du gesagt? Ich habe das nicht. Aber manchmal da springt er wieder raus und dann geht er wieder aus. Letztens hat er die Möbel wieder weggebracht, habe eine Schlucht da. Ein und ein paar Treiben reingeschmissen. Ja, wie jetzt mit meinem Träger auf dem Pottweg gefahren bin,
hat er so einen Statsch hinten mit seinem Vollblechträger und Anhänger einen Sandbügel verloren. Ich fuhr da lang, wie immer, schön Vollgas. Hab gedacht, ist ja wie jeden Tag, kann schön Vollgas jagen. Auf einmal, zack, hopp, bin ich über den Hügel gefahren und dann, bums, voll mit dem Kopf gegenüber. Ja, da hat wieder gescheppert. Kerl, dann hat Schepper, Schepper, Krabbel, Krabbel gemacht. Dann aber da, da habe ich aber auch ein Sitzen, als ob ich 6 Tage lang durchgesoffen hätte. Oh, schon so spät. Nein, ich war ja schon ganz so Hunger, wenn wir die Struchzahl kaputt gehen, Herbi. Dann bin ich kein Land dicht machen. Wie viel Uhr ist denn? Waren denn da 5? Halb 6. Okay, jetzt muss ich aber nach Hause. Nicht, dass meine Kuh noch krank wird, wenn das Auto zu voll ist. Du weißt ja, und ich kann jeden Cent von Milchpreise gebrauchen. Hier noch richtig ein auf dem Rückweg, können wir uns ja wohl mal gönnen. Ich bin noch nicht ganz voll. Oh, 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 komm. Jo! Oh, mal wieder mit Schuss. Mal wieder nach Hause, ne? Tschüss, Scholli. Tschüss. Tschüss. Morgen. Und genickt. Oh! Tschüss, Scholli! Oh.